Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es richtig weihnachtlich, denn jedes Jahr gehe ich mit euch meine Weihnachtswunschliste durch. Bücher, die ich mir extra auf die Weihnachtsliste geschrieben habe. Und wenn mich meine Familie und Freunde gefragt haben, dann habe ich genau diese Bücher genannt, damit ich einfach weiß, okay, diese 10 Bücher werde ich mir in der Vorweihnachtszeit definitiv nicht selbst kaufen. Das ist nämlich immer sehr, sehr bitter, wenn man Bücher sich selbst gekauft hat und die gleichen dann nochmal an Weihnachten geschenkt bekommt. Und deshalb mache ich jedes Jahr eine Liste, da sind meistens ja so um die 10 Bücher drauf und dann können sich die Leute aussuchen, was sie denn mir gerne kaufen wollen würden. Und ich weiß genau, diese 10 werde ich mir selbst nicht zulegen, um einfach dieses doppelt geschenkt bekommen zu vermeiden. Natürlich klappt das nicht immer. Manche Leute halten sich auch einfach nicht an Listen. Und das ist für mich als Listenmensch ganz, ganz schwer zu ertragen. Aber in der Regel funktioniert es doch ganz gut. Und da hatte ich gerade letztens noch die Diskussion mit einer Freundin drüber, deren Familie auch nie Bücher schenkt, obwohl sie eine Wunschliste hat, und auch jedes Mal sagt, das ist meine Wunschliste. Ich weiß, ihr findet Bücher nicht so toll wie ich, aber für mich ist ein Buch ein wundervolles Geschenk. Und wenn ihr das nicht so seht, dann ist das euer Problem. Aber das ist etwas, über das ich mich freuen würde. Und dann kriegt sie jedes Jahr doch was anderes. Irgendeinen Deko-Nippes oder irgendein Gerät oder was für die Küche. Und dann denke ich mir halt auch, ja, wir Buchmenschen werden von Nicht-Buchmenschen einfach nicht verstanden. Egal, das ist ein anderes Thema. Ich würde jetzt sagen, ich fange mit dem ersten Buch an, das ich auf meine Liste gepackt habe. Und das wäre Gameshow, das Versprechen von Glück von der lieben Franzi Kopka. Ich habe den ersten Band inhaliert. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn richtig weggesuchtet und war danach bei dem Cliffhanger so, what? Ich möchte bitte sofort das zweite Buch haben. Mittlerweile ist das zweite Buch auf dem Markt und ich kann es euch auch nicht sagen, warum ich es noch nicht gekauft habe. Aber es hat sich jetzt hervorragend angeboten, um auf meine Liste gesetzt zu werden. Ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 2 vorlesen. Also wenn ihr den ersten noch nicht gelesen habt, dann müsst ihr jetzt einfach mal ganz kurz weiterskippen. Cass hat die Wahrheit über die Gameshow erfahren und entscheidet sich, auf der Seite des Widerstandes zu kämpfen. Der Plan ist riskant, doch es ist die einzige Chance, das perfide System zu stürzen, das hinter der Gameshow steckt. Cass und ihre engsten Vertrauten geraten dabei in höchste Gefahr und schon bald muss sie sich fragen, ob sie den richtigen Menschen vertraut. Wiegt eine Möglichkeit von Glück für die ganze Gesellschaft mehr als das eigene Herz? Auch das zweite Buch auf meiner Weihnachtswunschliste ist eine Reihenfortsetzung, auch ein zweiter Band. Und ich glaube, den ersten habe ich auch in diesem Jahr gelesen. Der zweite Band ist auch bereits auf dem Markt, also sehr viel Parallelen zu meinem ersten Buch auf der Liste. Aber dieses hier ist ein ganz anderes Genre. Das ist jetzt nicht Dystopie-Jugendbuch, sondern es ist mehr in die Richtung Thriller, was ja in meinem Genre oder meinem Favorit-Genre nicht ganz so hoch ist, aber trotzdem ab und zu mal auftaucht. Aber es ist auch ein Jugendbuch. Und zwar ist das die Cold Case Academy. Der zweite Band heißt Ein tödliches Rätsel. Und da bin ich ja auch beim ersten so ein bisschen zwiegespalten gewesen, weil es eben ein Thriller war und ich mir dann gesagt habe, ja, Jugendbuch-Thriller sind ja manchmal dann doch ein bisschen lascher als richtige Thriller, wo du halt wirklich mitfieberst. Das war ja leider bei Sorry von Bianca Iosivoni auch so, dass es für mich ein bisschen lasch war. Bei der Cold Case Academy war es phasenweise auch so, aber ich möchte halt trotzdem, weil ich die Charaktere so mochte, wissen, wie es mit denen weitergeht. Eine jugendliche Profilerin und ihr hochbegabtes Team auf den Spuren der eigenen Vergangenheit. Die 17-jährige Cassie durchläuft eine Eliteausbildung des FBI dank ihrer besonderen Begabung. Sie kann anderen Menschen ihr Wesen regelrecht am Gesicht ablesen und sie ist nicht die einzige in ihrem Team mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Ihr zur Seite steht ein menschlicher Lügendetektor, ein Mathe-Genie, ein Spezialist im Deuten menschlicher Gefühle und der Sohn eines Serienmörders. Ihr neuer Fall führt die jungen Profiler tief in die eigene Vergangenheit und stellt sie vor eine hochgefährliche Herausforderung. Dann hat es noch ein weiteres Genre auf meine Wunschliste geschafft, das hier eigentlich nicht so vertreten ist, was ich aber immer mehr für mich entdecke. Und zwar sind das die Rom-Coms. Und da habe ich mir Set on You von Amy
Lia ausgesucht. Da geht es ja um ein Plus-Size-Mädel und ich finde das einfach mal schön, dass nicht alle Charaktere ja, mit 90-60-90 oder flachem Bauch und perfekter Haut beschrieben werden, sondern dass immer mehr Autoren jetzt auch sagen, so, die Menschheit besteht nicht nur aus Männern mit Sixpacks und Frauen mit flachem Bauch, sondern die Menschheit ist komplett unterschiedlich durchwachsen. Es gibt große Menschen, kleine Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen. Und das soll halt einfach auch mal in den Büchern auftauchen. Und das finde ich richtig schön. Und deshalb habe ich gesagt, so, dieses Buch muss ich auf jeden Fall einmal auf die Liste packen. Ich meine, hier ist der männliche Charakter auch als total durchtrainiert und sexy dargestellt. Aber er ist halt eben auch ein Feuerwehrmann, was auch wieder ein anderes Klischee bedient. Aber die beiden lernen sich im Gym kennen und sie ist halt auch Fitness-Influencerin, auch wenn sie mehr Kilos auf die Waage bringt. Also zu der Thematik hat es dann irgendwie gepasst, dass der männliche Charakter auch sexy und trainiert ist, was ich ja gerade vorher noch bemängelt habe. Aber ja, sie ist halt etwas ganz, ganz Besonderes und da freue ich mich auch schon sehr drauf, mehr über sie zu erfahren. Nach einer Trennung findet Plus-Size-Fitness-Influencerin Crystal Chen Trost im Gym, ihren persönlichen Kraftort, bis Feuerwehrmann Scott Ritchie auftaucht und regelmäßig Crystals liebste Fitnessgeräte blockiert. Bald fliegen ordentlich die Funken, doch während die beiden sich im Gym um die Vorherrschaft betteln, bringt sie ausgerechnet die Verlobungsfeier ihrer Großeltern auch außerhalb des Studios zusammen. Und Crystal muss feststellen, dass sich unter Scotts durchtrainiertem Äußeren ein weiches Herz verbirgt. Könnte er am Ende sogar der Richtige sein? Als ein Foto von Crystal und Scott viral geht, wird der Hass im Internet zur Zerreißprobe für ihre aufkeimende Liebe. Da ich mir vorgenommen habe, meine Serien oder meine offenen Reihen langsam mal zu füllen und ja, zu beenden, damit ich einfach mehr geistige Kapazität für neue Reihen habe, habe ich sehr, sehr viele Fortsetzungen auf meine Liste gesetzt. Und eins davon ist ein Buch, das habe ich, oder da habe ich einen Reihenauftakt, ich glaube schon entweder Anfang des Jahres oder sogar schon letztes Jahr gelesen. Kann auch sein, dass das Buch auf meiner 22 für 22 Liste damals drauf war. Ich spreche nämlich von Bridget Kämmerer und das zweite Buch heißt Ein Herz so dunkel und schön. Insgesamt werden es ja vier Bücher oder sind es vier Bücher. Und ich habe bisher halt erst den ersten gelesen und fand den richtig gut. Also der hat mir richtig gut gefallen, das weiß ich noch. Ich hatte ihn teilweise als Hörbuch gehört auf der Arbeit. Da hatte ich nämlich ein Projekt, wo ich einfach nur Dinge sortieren musste. Und da dachte ich mir so, nee, steck mir jetzt die Stöpsel in die Ohren und dann macht die Arbeit vielleicht ein bisschen mehr Freude. Man hat halt nicht immer nur Arbeit, die einem Spaß macht. Aber das ist ein anderes Thema. Und damals wollte ich eigentlich den zweiten und dritten Band auch kaufen. Die gibt es halt nur als Hardcover-Ausgabe und ich finde sie halt extrem teuer. Und dann habe ich halt immer Rebuy und Co. im Auge behalten, aber irgendwie werden die nie verkauft. Und das ist echt traurig. Aber jetzt ist Weihnachten, vielleicht ergibt sich so eine neue Möglichkeit. Der Fluch von Emberfall ist gebrochen. Doch die Gerüchte, dass Prinz Ren gar nicht der legitime Thronerbe ist, wollen nicht verstummen. Nur Rens engster Vertrauter, der schweigsame Grey, kennt die gefährliche Wahrheit. Er versucht sich zu verstecken, wird von Ren aber gewaltsam an den Hof zurückgeholt. Die skrupellose Herrscherin des Nachbarreichs will die Wirren nutzen, um die Macht an sich zu reißen. Und ausgerechnet deren Tochter Lia Mara bittet plötzlich Grey um Hilfe. Kann er dem ebenso schönen wie mutigen Mädchen wirklich vertrauen? Kann er mit ihr Emberfall retten, indem er sich gegen Ren stellt? Das nächste Buch auf der Liste ist tatsächlich ein sehr, sehr populäres Buch. Gerade aktuell gab es da nochmal Input zu, weil aus der Reihe eine Serie gemacht wurde. Und da hieß es, glaube ich, jetzt, ich habe es nicht genau verfolgt, dass es keine weitere Staffel mehr geben wird, aber ich glaube, so war es. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber habe das ganz, ganz dringend vor, nachzuholen, weil ich die Charaktere eben auch auf der MagicCon oder die Darsteller auf der MagicCon kennengelernt habe, getroffen habe. Ich spreche natürlich von den Krähen. Da hat mir Lou irgendwann mal den ersten Band geschenkt. Ich habe bei einem ihrer Gewinnspiele gewonnen und da hat sie mir den ersten Band gekauft und der zweite heißt dann Gold der Krähen und den habe ich leider noch nicht in meinem Regal, möchte das aber ganz, ganz gerne nachholen, weil mir die Krischer-Reihe eigentlich schon sehr gut gefallen hat
Und jeder sagt immer, die Krähen sind noch besser. Gerade Cass Brecker, der Darsteller, der war auch super, super lieb. Ein bisschen schüchtern, aber einfach genial. Dann gab es noch einen weiteren Charakter. Ich weiß nicht, ich glaube, der Darsteller heißt Kit irgendwas. Ich weiß nicht, wie er in der Serie heißt. Der war abends oder morgens bis 16:30 mit uns auf der Tanzfläche und hat wirklich den Saal gerockt. Die waren so, so sympathisch. Und ja, es wird jetzt einfach Zeit, dass ich die Bücher lese, damit ich dann auch endlich die Serie gucken kann. Die 6 Außenseiter erobern bereits die Herzen tausender Leser. Ein Dieb mit der Begabung, die unwahrscheinlichsten Auswege zu entdecken, eine Spionin, die nur das Phantom genannt wird, ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache, eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben, ein Scharfschütze, der keine Wette widerstehen kann, ein Ausreißer aus gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die 6 Krähen an, die einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt befreien sollen. Nicht nur Cass Brecker, Meisterdieb und Mastermind verheimlicht mehr als nur seine Gefühle für die schöne Inay vor den anderen. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die Krähen ahnen können. Das nächste Buch steht schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste und ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich es nächstes Jahr auf jeden Fall lesen möchte. Ich möchte es nämlich auf meine 24/24 Liste setzen. Es ist nicht so dick. Ich habe nämlich dieses Jahr gelernt, setz nicht immer nur dicke Bücher auf deine Liste. Es ist mir dieses Jahr so schwer gefallen, meine Liste abzuarbeiten, meine 23/23 Liste, weil ich einfach so viele richtig dicke Schinken draufgepackt habe. Und ja, dieses Jahr habe ich beschlossen, oder für nächstes Jahr habe ich beschlossen, dass ich auch mindestens so ein Drittel Bücher draufpacke, die halt nicht so dick sind. Und ich glaube, die 7 Männer der Evelyn Hugo hat vielleicht 300 irgendwas Seiten. Das ist ein Buch, das kann man schnell durchlesen. Und ich habe so viele Meinungen schon dazu gehört und viele, viele feiern dieses Buch. Und deshalb möchte ich es jetzt endlich auch mal lesen. Hollywood-Filmikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen 7 Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt, schließlich hat sie seit Jahren keinen großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welch schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Das nächste Buch ist auch schon, ich glaube, im Herbst erschienen und ich habe es auch auf meiner Wunschliste. Habe aber irgendwie tatsächlich im Laden noch nie danach groß geschaut, obwohl ich schon beim Release gesagt habe, das ist ein Buch, das will ich unbedingt lesen. Ich spreche von Songs of Emerald Hills von Annabel Steele. Da habe ich ja ihre vorige Reihe mit Nicole Böhm gelesen. Die fand ich richtig schön, die Reihe davor mit diesem Bug-Contest und der Make-up-Influencerin fand ich auch sehr, sehr schön. Und ja, die Reihe spielt in Irland. Da will ich unbedingt mal hin und ich glaube, das Setting wird einen in diesem Buch so richtig verzaubern. Ein Neuanfang auf der grünen Insel. Eine Weile Abstand von allem, insbesondere den schmerzhaften Erinnerungen an ihre beste Freundin. Das erhofft Caroline sich von ihrem Aufenthalt in Irland. Idealerweise findet sie auf der grünen Insel endlich heraus, was sie eigentlich will vom Leben. Wen sie will, merkt sie früher, als ihr lieb ist. Connor, der Nachbar ihrer etwas schrulligen Gastgeberin, verdreht ihr nämlich vom ersten Tag an den Kopf. Als sie zusammen ein Gaelisch-Festival auf die Beine stellen, um Connors Sprachschule zu retten, kann auch dieser nicht länger leugnen, dass er sich zu Caro hingezogen fühlt. Sie wird bald nach Deutschland zurückkehren und so wehrt er sich mit aller Macht gegen die aufkommenden Gefühle, denn Verluste hatte er in seinem Leben bereits genug. Ich hatte ja eben schon eine Reihe von Bridget Kemmerer hier auf meiner Wunschliste und lustigerweise hat es noch ein zweites Buch von ihr drauf geschafft und zwar Trotze der Nacht. Da habe ich den ersten Band gerade vor ein paar Tagen als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und da dachte ich mir, okay, jetzt hast du den zweiten Band hier, du hast aber den ersten Band noch nicht. Dann war die Frage, vielleicht höre ich es mir einfach als Hörbuch an. Und dann dachte ich mir so, nein, du hast den zweiten Band als Print, dann musst du auch den ersten Band als Print haben. So wollen es meine Zwänge. Und so wird es auch geschehen. Wenn ich das Buch nicht zu Weihnachten bekomme, dann werde ich es mir definitiv nach Weihnachten noch kaufen.
Das Königreich Kandala wird von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Der einzige Schutz ist ein Elixier aus Mondflor. Doch die seltene Pflanze ist so teuer, dass sich nur die Reichsten die Medizin leisten können. Deshalb schleicht sich die junge Apothekergehilfin Tessa nachts aus dem Haus und schmuggelt das kostbare Elixier in die Armenviertel, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Prinz Korrig ist der Bruder des Königs und der heimliche Herrscher Kandalas. Gnadenlos verfolgt er jeden, der die Privilegien des Adels bedroht. Vor allem die Personen, die heimlich die Armen mit Mondflor-Elixier versorgt. Als sich die Rebellen und der Prinz eines Tages begegnen, sprühen sofort die Funken. Und die einstige Todfeinde müssen eine Entscheidung treffen, wollen sie weiter gegeneinander kämpfen oder miteinander für Kandala und ihre Liebe. Kommen wir zum vorletzten Buch auf meiner Liste und ich hatte eigentlich vor, es mir auf der Buchmesse zu kaufen. Jana und Ina haben das nämlich getan und in unserer kleinen, aber feinen Airbnb-Wohnung habe ich mir das dann auch angeguckt und es ist einfach optisch ein absolutes Highlight. Dann musste ich aber schwanken, ich könnte ja nicht so viele Bücher mitnehmen, welches ich dann wirklich möchte, und da es hier so ein bisschen um Märchen geht und ich jetzt nicht der allergrößte Märchenfan bin, habe ich mich dann für ein Buch entschieden, in dem es um den Dios de la Muerte geht, was ein Thema ist, was mich doch mehr interessiert. Aber ja, irgendwie habe ich trotzdem dieses Buch nie vergessen und möchte es deshalb auch gerne haben, lesen. Und ich spreche natürlich von Ever und After. Und der erste Band heißt Der schlafende Prinz. Knisternde Märchenfantasy von Stella Tack. Vielleicht werde ich auch erstmal die Mädels fragen, wie sie es denn gefunden haben. Und es dann kaufen. Aber es ist einfach wieder so ein Buch, das du einfach haben willst. Es ist schlimm, ich weiß es. Mit einer Familie, die von Schneewittchen abstammt, ist Rain Whites Leben schon kompliziert genug. Nun muss sie auch noch einen schlafenden Prinzen küssen. Doch als Rain an ihrem 18. Geburtstag in die Gruft unter dem Tower of London hinabsteigt, löst sie eine Katastrophe aus. Ich kann heute nicht lesen, es tut mir leid. Ihr Kuss weckt nicht nur den Prinzen auf, sondern auch einen uralten Fluch. Um die Märchenfamilie zu retten, muss Rain sich 7 Prüfungen stellen und darf nicht vergessen, dass ihr Herz ihre größte Schwachstelle ist. Und es ist natürlich auf die letzten Meter noch der Akku leer gegangen. Aber kommen wir zum letzten Buch, das da wäre A Breath of Winter von der lieben Carina Schnell. Ich habe davon schon so viel Gutes gehört, sowohl von der Optik mit Innenillustrationen und mit Inlays und ein wunderschönes Cover, aber ich habe auch vom Inhalt schon sehr viel Positives gehört, von Menschen, auf deren Meinung ich Wert lege und deren Meinung ich auch vertrete sehr oft bei Büchern, die mir dann gesagt haben, du musst es lesen, es ist wirklich richtig, richtig gut und das werde ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr tun. Vielleicht setze ich es auch auf die 24 für 24 Liste, weil es einfach halt ein Buch ist, auf das ich richtig, richtig Lust habe. Midgard ist ein gesetzloses Land, in dem Söldner mordend und brandschatzend umherziehen, Valkyren den Himmel bevölkern und Trolle die Wälder unsicher machen. Doch Midgard ist auch ein Land uralter Magie. Als ein gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchtesten Söldnerführers Gend auf den Hexenschlechter angesetzt. Die junge Smilla schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an. Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach dem Mörder kommen Smilla und Gend einander ungewollt näher. Doch Smilla ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gend vor allen verbirgt. Das war das letzte Buch auf meiner Liste. Ich finde, die Liste ist sehr gut durchwachsen. Es ist Fantasy dabei, es ist Romantasy dabei, es ist eine Rom-Com dabei oder allgemein Romance ist dabei. Es ist auch Thriller-technisch was vertreten. Also ein bunter Mix für Weihnachten. Ich werde euch natürlich im neuen Jahr updaten, ob ich überhaupt auch nur eins davon bekommen habe. Letztes Jahr habe ich ja wirklich komplett gar nichts von einer Wunschliste bekommen. Aber ja, wir probieren es einfach im neuen Jahr nochmal oder in diesem Jahr nochmal. Ich packe euch wie immer alle Bücher unten in die Infobox. Da sind die Affiliate-Links zu Thalia und zu Amazon. Und das bedeutet, wenn ihr darüber eins der Bücher kauft oder einfach nur über den Link auf die Seite geht und dann irgendwas kauft, dann kriege ich da eine kleine Verkaufsprovision. Und davon finanziere ich ja immer mein Schreiben, sei es jetzt Coverdesign, sei es jetzt irgendwelches Merchandise, Lesezeichen und Co., die ich für meine Bücher drucken lasse.
Ihr könnt mich auf jeden Fall so unterstützen, indem ihr einfach eurem ja, Lesehobby frönt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!